Willkommen, Freunde, meiner neuen Episode von Resident Evil Zero. Boah, wir sind hier gerade im Forschungszentrum angelangt in der letzten Episode. Und jetzt geht's los hier. Wir werden das Ding mal erkunden. Schauen wir mal. Wir haben in der letzten Episode erfahren, dass das hier wohl der Marcus ist. Hier, der James Marcus. Einer der Urväter von Umbrella Corporation, wie mir scheint. Dem Leiter der Anlage. Achso, oder nur der Leiter der Anlage hier. Irgendwie haben die irgendwas gesagt mit einer der ersten von Umbrella oder so. Ich weiß es nicht genau. Ein Liebespaar auf dem Gemälde, ja, ja. Cool, cool, ey. Richtig cool. Erstmal erkunden wir jetzt noch ein bisschen hier die große Halle. Die Gebäude sehen immer so ein bisschen ähnlich aus bei Resident Evil, ne? Habe ich so das Gefühl. Es ist immer so. Weiß nicht, es sind immer irgendwelche großen Hallen, irgendwelche Zentren, irgendwelche Herrenhäuser. From the other side. Verschlossen. Kein Schlüsselloch zu sehen. Ein Bild einer Uhr ist eingraviert da oben, ey. Okay. Sehr kurios hier. Was ist denn das für ein Zentrum? Ach, guck mal, hier ist eine Waage. Da müssen wir noch ein bisschen später irgendwas rauflegen, oder? Gut und Böse im Gleichgewicht sind, öffnet sich vor ihnen ein neuer Weg. Ich glaube, ich weiß sogar, was sich dann öffnet. Das ist nämlich unten das Porträt. Das habe ich noch so ganz dunkel irgendwo im Gedächtnis. Auch wenn nicht mehr allzu viel im Gedächtnis hängen geblieben ist, wie ich zugeben muss. Aber es macht ja nichts. Ja, warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Was ist denn das hier für eine Höhle hier? Ja, sieht aus wie so eine Art Lesesaal oder sowas. Okay, da oben ist Munition und alles. Na, guck mal, Schreibband, Farbband und eine Schreibmaschine ist auch noch am Start. Ach, krass, was ist das hier? Jo, nice. Fahrt für Evakuierungsübung gesperrt. Aktivieren des Freigabesystems erfordert Systemdisk. Okay, eine Systemdisk müssen wir finden. Cool, dann können wir die hier schon mal eingeben. Boah, was war das denn, ey? Krass. Was scheint hier gerade rein, ey? Im Background. So eine Art Lichtblitz oder so. Ist bestimmt gerade irgendwo ein UFO gelandet oder sowas. Okay, das Farbband nehmen wir hier auch nochmal in die Hände. Die stapeln sich ja zum Glück. Was lag hier noch? Achso, das war jetzt Munition, ne? Ja. Okay, Schrotflintenmunition, gar nicht mal schlecht. Ja, wäre schon in der Haupthalle unten gespeichert, deswegen brauchen wir das jetzt hier nicht mehr tun. Die Munition muss ich immer irgendwie rübergeben hier, Alter. Komm mal her. Wollen wir eben austauschen, ja? Gibst du mir mal die hier da und gut ist. Genau, das ist so eine gute Konstellation, oder? Aber wir haben immer noch kein, wer ist das hier? Ja, da habe ich doch gerade was gesehen, warte mal. Wir haben leider immer noch keine Truhe gesehen. Okay, Richtlinien für Auszubildende. Doch, Forschungsanlage, hier sind auch Studenten am Werk gewesen. Ziel der Ausbildungsstätte, das Heranziehen einer neuen Generation perfekter Mitarbeiter zur Sicherung der Zukunft der Umbrella Corporation. Eine strenge und rigorose Ausbildung sorgt dafür, dass unabhängig von Geschlecht, Rasse und Glauben nur perfekte Kandidaten hervorgebracht werden, die sich als globale Führungskräfte für die Umbrella Corporation eignen. Wir erwarten gespannt die Entwicklung ihrer Führungsqualitäten. Richtlinien der Ausbildung. Disziplin, Gehorsam, Einheit. Diese drei Worte sind die Grundprinzipien für alle Mitarbeiter der Umbrella Corporation und als Gesetz dieser Anlage zu verstehen. Halten Sie sich diese Worte stets vor Augen, widmen Sie sich Ihrer Ausbildung und machen Sie sich selbst zu dem Unternehmen Ehre. James Marcus, Geschäftsführer Umbrella Corporation. Doch, tatsächlich, Geschäftsführer der Umbrella Corporation. Sag mal. Disziplin, Gehorsam und Einheit. Eine Sekunde, ich muss da mal eben kurz eben hier was aufschreiben. Da kann ja sein, dass wir später nochmal brauchen, alles klar. Ja. Disziplin, Gehorsam, Einheit, alles klar. Ja, der Billy läuft da irgendwo im Kreis rum, ne? Ein Gerüst, wollte jemand das Gemälde restaurieren? Eine gute Frage. Okay, die Schwerter der Ritter blockieren die Tür. Habe ich mir schon fast gedacht, als ich es gesehen habe, aber ich wollte es nicht glauben. Sie ist von der anderen Seite verschlossen, was auch sonst. Gibt es hier überhaupt Karten bzw. Räume, die nicht verschlossen sind? Okay, da vorne links haben wir noch was. Beziehungsweise vorne rechts, aus Rebeccas Perspektive. Okay, hier brauchen wir noch einen Disk.
Dann brauchen wir noch den Code, den müssen wir uns vor Augen halten. Okay, ich höre was. Zum Kalt auf Zombie. Gleich mehrere sogar. Alter, das hält ja aus. Billy, könntest du mal die Ehre erweisen? Fucking Zombie. Scheiße, ey. Kacke. So, nicht, dass die gleich nochmal aufstehen. Oh, was war denn hier? Ja, die Mona ist auch hier am Start. Alte Gemälde. Auf allen sieht man Frauen. Schön. Okay, ich gehe hier einfach mal durch. In die Tür ist ein Feuermotiv eingraviert. Okay, krass. So eine Art Feuertür. Ist ja genauso wie bei Resident Evil 1 mit dem Helm und mit dem Schwert und so. Nur, dass wir jetzt hier Feuer haben. Okay. Da liegt auch schon die Karte vom Forschungszentrum. Das sieht ja sehr spannend aus hier. Zeig mal her. Aus wie eine Art Fahrstuhl. Oh, ich glaube, ich wollte gerade sagen, Keller, E3, E2. Oh, hier haben wir einiges zu tun. Das wird nicht ohne. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen... Bisschen was, ne? Ach hier, Keller, da kam er her. So, schauen wir doch mal, wie lange wir brauchen, um diesen Komplex hier durchzuspielen. Ist das hier ein iPhone oder was? Mikrofilm A mitnehmen, ja, nice. Den können wir da vorne vielleicht einlegen, ne? Kerze ist abgebrannt. Verschlossen, ja. Was ist das denn hier? Guck mal. Ach so, eine Art Feuer sollen wir machen? Der alte Mann hält eine Kerze in der Hand. Führt sie zur wahren Wahrheit. Ja, ja. Pleonasmus vor dem Herrn. Was ist denn das hier? Noch ein Ink-Ribbon. Damit können wir uns ja jetzt totschmeißen. Der Computer wurde erst kürzlich benutzt. Er scheint jedoch nicht mehr zu funktionieren. Die Bücher auf diesem Regal sind kompakt, aber voller Fachchinesisch. Ja, gut, dass es nicht japanisch ist. Ah, hier haben wir noch mehr. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein Feuerzeug und dafür müssen wir Billys Feuerzeug irgendwann mal aufladen, aber ich weiß nicht, wie es geht. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Cool, ey. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Ist das eine Art Fahrstuhl oder was? Windsteuerung für einen Aufzug. In der Klappe ist ein rechteckiges Loch. Okay, da kommen wir jetzt noch nicht hoch. Da brauchen wir erstmal dann... Ein Löchle brauchen wir da. Eine viereckige Kurbel wahrscheinlich. Was auch sonst, ne? Kennen wir ja noch aus Resident Evil 1, die gute alte Kurbel. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ich glaube, von der Haupthalle aus können wir noch ein paar Wege gehen. Da habe ich gerade auf der Karte noch irgendwas gesehen, aber... Achso, erstmal können wir hier, glaube ich, noch den Mikrofilm einsetzen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist jetzt ein bisschen, wird jetzt ein bisschen länger dauern hier, ne? Den Komplex hier durchzuspielen, aber es kann auch spannend werden, man weiß es nicht. Eine Systemdisk... Achso, das ist gar nicht der Film, oder? Ich wollte gerade sagen, ist ja eigentlich noch ein bisschen was anderes, so ein Mikrofilm hier. Mikrofilm einen Projektor ein, genau, um ihn anzusehen. Alter, wir haben 7 Ink-Ribbon, krass. Gar nicht mal schlecht. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück hier. In die große Haupthalle, wo Dr. James Marcus hängt. Ein Bild von einem Mann. Also gut und böse, was können wir denn da... Was könnte es theoretisch sein? Was meint ihr? Ich habe gar nichts gedrückt. Was könnte es theoretisch sein? Ein Liebespaar. Ach, das Gemälde kennt man auch. Ich weiß nicht, ich überlege gerade. Vielleicht eine Art Schmuckstück oder irgendwas? Ein Smaragd hatten wir damals. Was haben wir denn hier? Oh, Alter. Hinweis für alle Mitarbeiter. Ein uraltes Dokument. Die Schrift ist kaum lesbar. Es finden regelmäßig Treffen in der Forschung... Alter. Das klingt echt gerade, als würde die Hyäne hinter mir stehen, die Krähe. Treffen der Forschungsteams für Impfstoffe und Infektionskrankheiten statt. Ach du Scheiße.
Für beide gilt Sicherheitsstufe 5. Besprechungsorte. E1W-Kontrollraum, E2SO-Konferenzraum. Sicherheitsstufe 5, okay. Da kann man wahrscheinlich nicht so leicht rein. Der Zugangscode lautet 0815, okay, nice. Kontrollraum und Konferenzraum. Das brauchen wir später wahrscheinlich noch. Hinweis für alle Mitarbeiter. Müssen wir einfach mal im Gedächtnis hinten abspeichern, dass wir das vielleicht noch gebrauchen können. Was ist das denn hier? Ist das die Kurbel? Ja, Ja, cool, ey. Können wir ja nicht tragen. Ist ja nice. Echt schon gewillt, diesen Greifhaken einfach mal abzulegen da irgendwo. Oder erstmal das Messer. Komm, wir legen das mal hier ab. Ich vermeide es ja auch immer, mit Messer zu spielen in Resident Evil. Das gelingt natürlich nicht immer. Aber im Normalfall, wenn man die Zombies einigermaßen gut umlaufen kann... Oh! Raus hier, raus hier, raus hier! Was macht man grad? Alter. Es war so klar, dass sie jetzt kommen. Und trotzdem war ich jetzt nicht ganz drauf gefasst, muss ich zugeben. Okay, wir können natürlich jetzt die Kurbel da benutzen, aber ich will erstmal kurz nach unten gehen. Und schauen. Das kann doch nicht sein, wir müssen das doch hier reinpacken können. Allein ist es nutzlos, ja toll. Kann man das hier nicht irgendwie kombinieren mit Benzin? Wechseln? Warte mal. Was ist das denn? Sie können das Kostüm ihres Charakters ändern? Persönlich. Hä? Wie kommt das denn jetzt her? Lol. Oh, nice, Alter. Ah, hier. Sträfling und Sakko. Na ja, cool, ey. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf gerade. Das ist ja bescheuert. Okay. Mal ganz kurz hier nach unten, ob hier auch noch irgendwas ist für uns. Okay, wir sind immer noch im grünen Bereich hier. Das ist alles ganz okay. Genau, hier kommen wir nämlich durch. Da wollt ihr ja sagen, habe ich doch irgendwas gesehen, oder nicht? Ich hätte den Greifhaken mal ablegen sollen, ne? Ach, scheiß drauf, ey. Okay. Vorsicht walten lassen, aber wir müssen jetzt uns natürlich alles ansehen. Boah, krass, was ist denn hier los, ey? Eine Toilette? Ist hier irgendwas? Scheiße. Boah, da ist bestimmt ein Zombie drin, pass auf. Guck mal, Benzin schon wieder. Können wir das Benzin jetzt auch mitnehmen? Ja, tatsächlich. Na komm, nimm doch einfach mal eben die Pflanze. Verwende die einfach mal, komm. Siehst du, dann brauchen wir hier auch nicht mehr rein. Hier ist zwar jetzt noch ein rotes Kraut da, aber ist ja halb so wild. Oh, Alter, weg hier! Was war das denn jetzt, Mann? Boah. Scheiße, ich glaube, das Ding wäre jetzt irgendwie vor unseren Augen explodiert oder irgendwas. Gut, dass man immer außer Gefahr ist, sobald man... Die Tür ist verschlossen, aber scheint kein Schlüsselloch zu geben. Oben ist das Bild einer Uhr, ja, okay. Was ist das da für eine Kratzspur an der Wand? Krass. Oh, oh. Oh, oh, weg hier! Oh. Oh. Nur halber Herzinfarkt, ey. Boah, ich werde auch echt öfter speichern, glaube ich, weil ich habe echt keinen Bock, immer das alles normal zu machen. Ja, da werden wir natürlich jetzt 10.000 mal speichern, aber ist ja alles halb so wild, ne? Oh, guck mal, da geht's aber echt ziemlich weit rein. Da werde ich jetzt echt nochmal dann speichern, glaube ich, bevor wir jetzt hier losdriften. Und ich überlege auch, ob ich mal eben das hier einfach mal ablege, weil ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt überhaupt noch gebrauchen werden. Kann natürlich sein, dass jetzt ein Fehler ist. Oder ist es einfach nur schlau? Eins von beiden. Entweder es geht komplett in die Hose oder ich bin einfach mega klug. Wobei ich wohl eher auf Ersteres tippen würde.
Letzteres war noch nie so meins, muss ich zugeben. Okay. So, dann haben wir jetzt nochmal gespeichert. Wir haben ein bisschen Platz noch im Inventory. Besser geht's eigentlich kaum. Ja, Billy? Was sagst du dazu, Billy? Scheiße, Action! Action! Holzfeuer! Fuck, fuck! Scheiße, Billy, ich brauch Munition! Hast du noch was für mich, ey? Der. Fuck, ey. Keine Munition. Billy hat auch nichts mehr. Scheiße, was machen wir jetzt, ey? Oh, fuck, da hinten liegt da noch einer. Wir haben immer noch kein Feuer. Wir brauchen unbedingt ein Feuerzeug oder irgendwas. Kochutensilien stehen hinter der Theke. Das muss die Küche sein, ja, ja. Ist das die Küche? Was meint ihr? Sieht aus wie so eine Art Dining Room, ne? Kerze können wir auch nicht mitnehmen hier, nix. Wie kriegen wir das Feuerzeug voll? Und wieso steht der Zombie da unten gleich auf? Was ist das denn hier? Verschlossen, in die Tür ist ein Feuermotiv eingraviert. Ja, ich wollte gerade sagen, das sah schon so aus. Fuck ey, komm, wir müssen jetzt hier schnell vorbei, wir haben jetzt keine... Fuck, da liegt er da. Alter, der hat eine Waffe, ne? Guck mal. Wir die wegnehmen können, die Waffe? Kommt kein Tropfen Wasser heraus. Ich könnte den jetzt so übergießen. Alter, wie viel haben wir denn da? Ja, der wird später irgendwann aufstehen. Wasser brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dieses T-Virus verseuchte Wasser möchte ich auch nicht unbedingt trinken, wenn ich jetzt Billy wäre. Oder gar Rebecca. Was haben wir hier wieder jetzt, ey? Aber wirkt echt nochmal ganz geil, oder? So, wenn man jetzt nochmal guckt. Dafür, dass das nur ein Remake ist, sieht aus wie ein Feuerlöscher, aber er ist so alt, dass er jetzt unbrauchbar ist. Ja, ja, klar. Kurz eben einen Blick auf die Karte schmeißen. Da können wir rein, da vorne, oder wir könnten jetzt halt runtergehen, ne? Na komm, wir gehen erstmal hier rein. Wollen natürlich keinen Raum einfach so stehen lassen. Resident Evil Zero auf dem Game sah auch nicht schlecht aus, ne? Aber es war eben auch kein... Mal kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen. Nice. Check 17. Aber es war ja nie so ein Remake eigentlich, ne? Es war ja schon ein richtiges, vollwertiges Spiel. Ja, wo nichts mit Trick 17 gerade. Was haben wir denn hier? Schwarze Statue. Ah. Also wenn das nicht evil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Oh, nice. Was haben wir hier? Fuck, jetzt haben wir natürlich... Das ist, erstmal nehmen wir natürlich das Benzin mit. Das wir einfach nicht verwenden können. Falls ihr einen Plan habt, wieso nicht? Zwei Blöcke, okay. Ja, machen wir. Die holen wir uns. Ach, komm, ey. Wir haben so wenig Munition. Wir müssen eigentlich, kann man die nicht leer machen oder so? Nee, ne? Ich überlege gerade, wie wir das lösen können. Dass wir die erstmal hier platt schießen oder irgendwas. Ne? Oder haben wir... Was haben wir denn hier noch so? Warte mal. Achso, hier haben wir jetzt auch nur eine leere Pistole. Wir können natürlich einmal kurz zurück zum Hauptraum gehen und die Statue da einsetzen, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust zu. Wir legen die hier aber ab. Und holen uns die Schrotflinte, weil da dürften nämlich mehrere Schuss drin sein. Oder? Ja, genau. Guck mal, 7. Das ist schon ein Unterschied, ne? Also die brauchen wir schon, die Kugeln im Lauf. Was, so ein Bild von so einem Baby. Scheiße, Mann. Was passiert jetzt, wenn wir da hochlaufen? Was meint ihr? Kacke, ey. Ich mach's einfach mal. Noch haben wir natürlich jetzt nicht den ultimativen Durchblick hier. Wir wissen, wo alles hinführt.
Ich muss auch sagen, das Szenario hier kommt mir auch kaum noch bekannt vor. Warte mal, warte mal. Kacke, wir sind... Ah, scheiße, ey. Ach, da hinten kommen wir raus. Das ist eigentlich... Ah, vielleicht liegt hier irgendwas. Wir müssen uns den Weg freischießen, Mann. Ah!